Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, auf meinem Kanal geht es ja einerseits um Bücher und andererseits um Do-it-yourselfs. Und was würde sich da jetzt besser anbieten, als einfach die beiden Themen zu verbinden? Und deshalb habe ich heute auch ein buchiges Do-it-yourself für euch. Wir werden nämlich zusammen dieses wunderschöne Lesezeichen herstellen. Als Bücherwurm kann man nämlich niemals genug Lesezeichen zu Hause haben. Für unser Lesezeichen brauchen wir einmal hier so eine Art, ich nenne es mal Schnullerkettenschnur. Also wenn ihr bei Google Schnullerkettenschnur eingibt, findet ihr das. Ich verlinke es euch aber natürlich. Dann brauchen wir noch Holzperlen und ich habe mir noch solche Holzperlen gekauft, die mit so einem bisschen Stoff umhäkelt sind. Dann brauchen wir noch eine Schere und ein Feuerzeug. Wir beginnen jetzt damit, dass wir uns erstmal ein Stück Schnur abschneiden. Ich habe, glaube ich, so ungefähr 40 cm genommen. Das könnt ihr aber variieren, je nachdem, wie lang euer Lesezeichen sein soll. Als nächstes habe ich dann erstmal die Schnur durch unsere, ich nenne es jetzt einfach mal Häkelperle, gezogen. Und das Ganze am Schluss verknotet. Das ist ein ganz simpler Knoten, da legt ihr einfach so eine Schlaufe. Ich hoffe, man sieht es diesmal besser als bei meinem letzten Armbandvideo. Ihr legt das Ende einfach zu einer Schlaufe, legt dann das Ende der Schlaufe auf die andere Seite und zieht es einmal durch. Also es ist ein wirklich ein stinknormaler Knoten und dann wird das Ganze ganz fest zusammengezogen, damit es einfach nicht mehr aufgeht. So sieht das Ganze dann von nahem aus. Ich bin dann noch hingegangen und habe dieses überstehende Schnipschen einfach mit der Schere abgeschnitten. Und das Gute an dieser Schnullerkettenschnur ist, dass man sie abfackeln kann. Also ich habe da einfach mein Feuerzeug ein bisschen dran gehalten, dann hat das so ein bisschen geschmort. Und dann habe ich es mit dem Metallteil vom Feuerzeug einfach ein bisschen platt gedrückt, damit auch keine harte Kante irgendwie abstehen kann. So sieht das Ganze dann aus. Unser Häkelbällchen, nenne ich es jetzt einfach mal, hängt dann auf dieser Schlaufe und dem Knoten drauf. Im nächsten Schritt werden jetzt einfach so viele Perlen, wie ihr wollt, auf die Schnur aufgefädelt. Ich habe mich dafür entschieden, einfach nur weiß und grau zu nehmen, weil ich das einfach als schönen Kontrast zu der mintfarbenen Perle empfunden habe. Aber natürlich, wie immer bei meinen Do-it-yourselfs, ihr dürft euch aussuchen, welche Farbe ihr nehmt. Und es würde mich wirklich mal auch interessieren, was so eure Lieblingsfarben für ein Lesezeichen wären. Das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also dann, wie ihr seht, einfach alle Perlen auffädeln. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich immer weiß-grau, weiß-grau, weiß-grau mache. Da ich ein bisschen zwanghaft bin, wie ihr wisst, habe ich dann auch mit weiß angefangen und habe das Ganze dann auch mit weiß beendet. Da seht ihr dann die Reihenfolge, also wirklich weiß-grau, 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 weiß-grau. Die Perlen lassen wir auch so lose auf unserer Kette, dass die auch ein bisschen Spiel haben, dass die auch auf die andere Seite rutschen können. Ich persönlich finde das immer ein bisschen schöner. Und dann machen wir uns dran, das andere Ende genauso wie vorhin den unteren Knoten auch wieder so mit einer Schlaufe zu verknoten. Und auch genau wie eben schneiden wir wieder das überflüssige Stückchen Schnur ab, nehmen wieder unser Feuerzeug zur Hand und kokeln das Ganze ein bisschen an. Das macht man halt einfach nur, damit A, der Knoten sich nicht löst und dieses Ankokeln dient einfach dazu, dass das Ende ein bisschen verschmort und nicht ausfranst. Wie ihr hier seht, das Ganze ist sehr individuell, die Perlen können hin und her rutschen. Mir persönlich gefällt das echt sehr, sehr gut. So sieht das Ganze dann am Schluss aus. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, wenn ihr bei Google mal Schnullerketten-Motivperlen eingibt, da gibt es ja alles mögliche von Füchsen, von Krönchen, von Herzchen, Sternchen. Das wird das Ganze natürlich auch noch ein bisschen schöner machen, wenn ihr zum Beispiel auf so eine Häkelperle verzichten wollt. So sieht das Ganze dann auch aus, wenn es im Buch ist. Man kann es super wieder aufschlagen. Es ist ein optimales Lesezeichen. Es nimmt auch nicht viel Platz weg, weil man es einfach schön zusammenknoten kann und irgendwo in der letzten Ecke verstauen kann.
Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist eins meiner absoluten Lieblingslesezeichen momentan. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dem Video und habt jetzt mega Lust, das Ganze nachzumachen. Schickt mir bitte gerne Fotos. Ich freue mich immer, wenn ich was von euch sehe, wenn ihr was von mir nachgemacht habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen kreativen Tag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!